Eines Tages dachte Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er machte einen Spaziergang, aber das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Sein Freund der Müller gab Tom ein Honigbrot und Tom machte sich auf den Weg zur Erdbeermaus, die heute wieder mal so richtig rumzeterte. Los, mach schon, sonst gibt's heute keinen leckeren Erdbeerkuchen. Schneller! Ich bin zwar international anerkannter Erdbeerwälzer, aber das lasse ich mir nicht länger bieten. Ich gehe. Und wo willst du hin? Du könntest bei meiner Mama bleiben und ich zeig dir auch den Weg. Das Krokodil hielt das für eine wunderbare Idee. Hallo Mama, kann das Krokodil bei dir bleiben? Aber natürlich, Krokodil, ich verwöhne dich mal so richtig. Und ich gehe dann mal wieder aufs Erdbeerfeld. Dann kannst du dieser Maus gleich ausrichten, dass ich hier sehr glücklich bin. Hallo Erdbeermaus, ich soll dir vom Krokodil ausrichten, dass es bei meiner Mama sehr glücklich ist. Dann sag ihm, dass ich allein viel besser zurechtkomme. Zurechtkommt. Dann sag ihr, dass das Essen bei deiner Mama viel besser ist. Ich soll dir vom Krokodil ausrichten, dass das Essen bei meiner Mama viel besser ist. Dann sag ihm jetzt mal, es soll gefälligst seinen Krempel abholen. Von der Maus was sagen. Du sollst gefälligst deinen Krempel abholen. Na, warte. Das ist kein Krempel, sondern das sind all meine international anerkannten Diplome. Aber es gibt doch gar keinen Grund zu streiten. Du, Krokodil, willst lieber bei meiner Mama bleiben, weil das Essen dort viel besser ist. Und du, Erdbeermaus, kommst ohne das Krokodil viel besser zurecht. Also liegt der Fall doch auf der Hand. Ihr trennt euch und alles ist gut. Verlass mich nie mehr! Was willst du denn auch hier? Ich wollte fragen, ob ich hier etwas Erdbeermarmelade für mein Honigbrot bekomme. Na, von mir aus? Und du kannst ihm ja die Erdbeere quetschen. Hurra! Ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig! Vielen Dank! Und jetzt backe ich uns einen leckeren Erdbeerkuchen. Der schmeckt am besten mit etwas Brot und Honig. Schließlich bin ich auch international anerkannter Erdbeerkuchenbäcker. Na, das will ich aber hoffen. Und zwar hopp, hopp. Und so herrschte wieder Frieden auf dem Erdbeerfeld. Und Tom hatte ein halbes Erdbeermarmeladebrot mit Honig, das ihm so gut schmeckte, als wär's ein ganzes gewesen. Und er verbrachte noch den ganzen Tag mit der Erdbeermaus und dem Krokodil und war wunschlos glücklich.